Also natürlich bedeutet jetzt, dass es tatsächlich besser ist, statt jetzt irgendwelche Probiotika-Supplements zu nehmen, wo ja viele einfach sagen, nach dem Motto, je mehr Stämme da drin sind, desto besser. Nach dem Motto, ich habe eine Kapsel, da sind 30 Stämme, so und so viele Milliarden Kulturen, dass es dann besser wäre, auf natürliche Art und Weise dafür zu sorgen, dass wir halt die Probiotika bekommen, die wir brauchen. Und das wären jetzt zum Beispiel dann wahrscheinlich dann fermentierte Lebensmittel. Fermentierte Lebensmittel sind eine super Sache. Das Problem ist nur, dass bei einigen der Darm schon so kaputt ist, dass die Histaminprobleme haben. Ne? Die verdauen das dann trotzdem nicht gut. Für die so ein Sauerkraut hat ja auch immer noch ein bisschen Pflanzengifte. Ne? Oder ein Sauerteigbrot hat auch immer noch Pflanzengifte, Lektine, Phytine, Phytinsäuren, Gluten und so weiter. Also klar, ich finde es super. Ich esse selber auch jeden Tag Milch, selbstgemachten Milchkefir und Joghurt. Nur das Problem ist, dass wir dadurch nicht diese Spezies, diese sporenbasierten Spezies bekommen. Dadurch bekommen wir Milchsäurebakterien. Die sind auch cool. Die siedeln sich nur nicht lange im Darm an und haben auch nicht so die Skills wie jetzt die Supermikro oder die sporenbasierten Mikroben. Und sie überleben auch kaum den Weg in den Darm. Es kommen davon auch nur vielleicht 2, 3% lebendig an. Na, das wissen viele nicht. Viele denken, naja, ich esse die Fermente und dann besiedle ich das ganz easy. Aber es ist, davon überlebt nicht so viel. Die Sporen hingegen gehen in den Darm, siedeln sich tatsächlich an, heften sich an die Darmwand an für mehrere Wochen, töten unerwünschte Keime mit selbstproduzierten Antibiotika ganz gezielt im Darm an der Stelle und fördern die Umgebung, das Milieu, für die guten Bakterien. Sprich, wir haben ja eigentlich alle in uns ganz viele tolle Mikroben, die sind nur komplett unterdrückt. Wie so ein Samenkorn, was irgendwie unter der Erde ist und die ganze Zeit auf extra gute Bedingungen wartet. Schöne Sonne draußen, richtige Temperatur, schön, ne, die richtigen Mineralien in der Umgebung und genügend Flüssigkeit. Dann auf einmal, nach hunderten von Jahren, wachsen auf einmal wieder diese Pflanzen. Und genauso kann man sich das vorstellen mit bestimmten Milchsäurebakterien, die wir selber in unserem Darm haben, die eigentlich wachsen wollen, aber das Milieu ist einfach schlecht. Die Sporen sorgen aber dafür, dass dieses Milieu gut ist und wir wachsen, wir haben von innen heraus wieder dieses Aufblühen einer gesunden Darmflora. Also das ist schon sehr bemerkenswert, was die Sporen da leisten können. Und eigentlich finden sich nur in Natto und ganz selten mal ein ganz bisschen in Kimchi von diesen Sporen, aber halt nicht genügend, um als therapeutische Intervention genutzt zu werden. Nur Also deswegen. man könnte, entschuldige, das heißt, man könnte tatsächlich sagen, dass diese sporenbasierte Mikroben sozusagen der erste Weg wäre für eine Optimierung des Darms, falls es da zum Beispiel eine Dysbiose gibt. Das ist für mich immer die erste Antwort. Und ich sage das auch ganz selbstbewusst, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, oh, das könnte aber für Leute auch schlimme Ergebnisse haben, ja. Also es ist natürlich manchmal so, dass Leute, wenn sie das einnehmen, nach ein paar, also die ersten 2, 3 Tage, so was wie Blähungen haben, ein bisschen aufgebläht sind, ein bisschen schlechte Reaktionen, sage ich, unangenehme Reaktionen, weil eben diese Absterbereaktionen da stattfinden und die Sporen töten ja diese Mikroben, die unerwünscht sind. Ja, und die lassen dann Gifte frei. Und das muss dann auch erstmal im Mikrobiom verarbeitet werden und alles erstmal ausgestoßen werden. Aber es ist eine super leichte Intervention, weil nicht jeder Mensch hat Lust, gleich von 0 auf 100 irgendwie komplett seinen Lebensstil zu verändern. Das ist aber natürlich etwas, was ich parallel immer rate. Reduziere deinen Alkoholkonsum. Geh früher ins Bett. Versuch in der Woche schon irgendwie 2, 3 Stunden aktiv mit Intention dich zu bewegen, vielleicht Sport zu machen. Lass bestenfalls alle Fertigprodukte weg. Jegliches Getreide, was unfermentiert ist. Ja, also wenn es fermentiert ist, ist es besser, also ist es immer noch nicht gesund. Ja, ein Sauerteigbrot hat weniger Gluten, weniger Pflanzengifte, alles cool. Es ist aber immer noch kein Superfood und es ist immer noch nicht gesund. Ja, es ist ein sehr minderwertiges Lebensmittel immer noch. Es schmeckt zwar toll, aber es ist minderwertig. Oder sowas wie Pflanzenfette, Saatenöle. Ja, ein super Pflanzenfett ist Olivenöl. Kokosöl ist auch okay, in zu großen Mengen nicht, weil es dann wieder antibiotisch wirkt, antibakteriell.
Aber diese ganzen Saatenöle, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojakeimöl, Bratöl, whatever, es ist alles so ein Industriemüll, den wir da zu uns nehmen. Und das findest du in allen Fertigprodukten. Und die typische Margarine natürlich. Na, das ist sowieso das super toxische Zeug, ne? Mhm. Ja, dann alles ist voll mit künstlichem Zucker, während wenn wir Früchte essen, Grapefruit, Bananen, Trauben, Beeren, Melonen und so weiter, ja, ich esse das jeden Tag. Nehmen wir zwar auch Zucker zu uns, aber es kommen noch ganz viele andere tolle Stoffe dazu, ja, also Polyphenole, also einfach Pflanzenstoffe, die gut für uns sind, ja, Flavonoide, Mineralien, Vitamine und so weiter und sorgen dann dafür, auch Ballaststoffe, dass das in Ordnung ist, das bisschen Zucker, ne? Also jetzt mal so ganz grob. Genau, dann. Ich glaube, du bist stumm. Genau, ansonsten, die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sind natürlich gute Möglichkeiten. Also, ne, manchen Leuten reicht es schon, einfach auf Gluten zu verzichten. Das ist auf einmal ein Wunder, was da passiert, ja. Und denen das nicht reicht, die müssen halt ein bisschen strikter werden mit der Ernährung, ne? Und die ganz harten Fälle, da empfehle ich tatsächlich auch mal eine tierisch basierte Ernährung. Wo ja ganz viele Darmleute, Darmtherapeuten, Ärzte immer sagen, ja, am besten hier ganz viele Pflanzen und Gemüse und vegan und so, sage ich, pass mal auf, Leute, wenn der Darm schon gereizt ist, warum sollen wir dann immer noch Pflanzen reingeben, wie Gemüse, zum Beispiel Nachtschatten, Tomaten, Paprika, Kartoffeln, Aubergine und sowas, was den Darm reizt, weil da einfach bestimmte Pflanzengifte drin sind. Lass uns den Darm doch einmal komplett entlasten. Fasten ist zum Beispiel eine gute Sache, mal für halben Tag nichts essen, ja, oder einen ganzen Tag mal nichts essen, aber viel länger sollte es auch nicht sein. Und dann einfach mal nur höchste Nährstoffdichte in den Körper reinbringen, in Form und, also höchste Nährstoffdichte und Dinge weglassen, die den Darm entzünden können. Was kann den Darm entzünden? Natürlich irgendwelche Umweltgifte, irgendwelche ungesunden Sachen, die jeder weiß, die ungesund sind, unnatürliche Sachen, aber leider auch viele Pflanzen, vor allem in Rohkostform, wie diese Nachtschattengewächse, wie jegliches Getreide. Genau, und alleine das Weglassen davon kann schon so viel helfen. Und ich habe dann als Ansatz diese tierisch basierte Ernährung. Ich esse sehr viel Rind und Wild. Ab und zu esse ich mal ein bisschen Schwein und Huhn, aber nicht viel. Ich verzehre das ganze Tier. Ich achte, also ich esse auch die Innereien, Knochenbrühe und so weiter. Ich achte ganz genau darauf, wo das Tier herkommt. Bio ist ganz nett, aber am besten ist es besser als Bio. Ja, am besten ist es wirklich artgerecht gehalten, weil dann sehen wir auch mehr Nährstoffe da drin und weniger entzündliche Stoffe im Fleisch. Gibt es auch Studien mittlerweile zu. Ja, weil das lagert sich einfach an. Wenn wir dem Tier Getreide zu fressen geben und Sojaschrot, dann gibt es da bestimmte Stoffe, die sich anlagern, die sich dann wieder schlecht auf uns auswirken, wenn wir das essen. Und ja, dann esse ich Joghurt, Milch, Kefir, also fermentierte Milchprodukte. Ich achte darauf, dass es nicht aus Kuhmilch ist, sondern dass es aus Ziegenmilch oder Büffelmilch oder Schafsmilch ist. Ich habe sogar einen Bauern, wo ich Rohmilch herbekomme. Rohmilch ist sowieso ein krasses Superfood mit tollen, lebendigen Mikroben und anderen tollen Stoffen fürs Immunsystem und Nährstoffen, die in der heutigen Milch so nicht mehr drin sind. Es gibt übrigens auch ein paar sporenbasierte Mikroben in Rohmilch. Und ja, als zweites aus der Pflanzenwelt nach den tierischen Produkten esse ich dann Früchte. Früchte sind ein Superfood, vor allem wenn wir erstmal die Proteine essen und dann als Nachtisch die Früchte, umso besser, dann haben wir nicht so einen hohen Zuckeranstieg im Blut und haben nicht so eine hohe Entzündungsreaktion, nicht so viel Insulin wird ausgestoßen. Ja, ich gehe dann manchmal auch noch 10 Minuten danach spazieren, dann habe ich mit dem Blutzucker gar kein Problem. Und ich liebe einfach diesen süßen Geschmack. Ich habe dann auch keine Cravings. Ich denke dann auch nicht, oh, ich muss mir jetzt noch Schokolade oder irgendwelche Süßigkeiten reinknallen. Das hatte ich früher. Aber seit ich so viele Früchte esse, ich esse 3-mal am Tag als Nachtisch und manchmal zwischendurch sogar noch Früchte. Ja, auch sowas wie getrocknete Früchte, Mangos, Datteln, ich esse Papaya, Wassermelone. Ja, ich liebe es einfach. Es ist sowas von lecker und auch so natürlich, die Früchte, die haben nicht so viel Abwehrstoffe. Die Früchte, die möchten von uns gegessen werden.
oder von Tieren, von bestimmten Tieren möchten, die gegessen werden. Die machen aufmerksam auf sich im Baum, indem sie duften. Und manchmal einfach ein knallroter Apfel ist oben im Baum, ja, oder knallrote Erdbeeren oder Kirschen, die sagen, hier, liebes Tier, komm mal her, iss mich auf und verbreite meine Samen in der Umgebung, dass ich da einfach Nachfahren zeugen kann. Ne? Das ist eine tolle Symbiose, die wir da haben. Das Getreide hingegen, dem bringt das nichts. Ja? Und auch den Hülsenfrüchten bringt das so nicht.